Ja, hallo Leute, wir sind hier wieder bei Let's Play Skyrim, die Unendliche, eine gerechte Sache, und wir sind hier beim Durchsuchen und Fertigmachen der silbernen Hand. Irgendwie laufen wir da quer irgendwo. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Da ist mehr, ja natürlich. Da seid ihr ja, Schwächling. Da schauen wir uns mal an. Ich probiere noch mal diese Ausrüstung, weil wir hatten da echt Schwierigkeiten. Das sind zwei Jungs. Wir nehmen da einfach mal den Feuerball in beide Hände und schauen. Das können wir gar nicht. Weil, ja. Mit Umgebungsschaden schaffen wir uns an. Hilft das auch? Da ist noch wer. Aber was seht ihr? Die Jungs, die köpfen die Jungen. Die hauen denen voll. Den Schädel ab. Ich glaube das ja nicht. So, wir sind jetzt fast am Grenzwert hier. Ich werde es nur mal das Wichtigste einsammeln, aber das, die Jungs sind echt schlechter. Ich habe mir da die richtigen angelacht, sagen wir mal so. Holz, Kohle, Krug und Pipapo, das ist lauter Schmarrn, und das haben wir auch schon, magische Pfeile, ja, die nehmen wir, Gold und das Gedien. Ja. Ich glaube, durchsuchen, ja. Durchsuchen brauchen wir dann nicht mehr viel, weil wir es ja auch nicht mehr tragen können, ja. Vielleicht komme ich da wieder mal zurück. Ich glaube, da müssen wir runter. Da drüben gibt es auch noch was. Da eine Truhe. Dietrich und Gold ist okay. Da Gold gibt es da, glaube ich, auch. Ja. Na komm her. Das ist Gold. 22 Gold. Also auf das könnten wir auch gleich mal scheißen. Was ist denn los, Vilkas? Hast keine Zeit, hä? Da, Met, Wein, Bier. Vilkas, lass dich nicht. Lass dich nicht enervieren, so heißt das ja, wenn du genervt bist. Das ist alles Schmarrn. Aber Salz und Knoblauch, das wäre mal cool, ja. Tomate. Wer braucht schon Tomaten? Beistelltisch, komm her. Gold, und das war's dann auch schon. Und nochmal Bügeleisen, super. Dafür geht die halbe Festplatte drauf, fürs Durchsuchen. Was auch immer. Wir werden da jetzt weiter marschieren, da gibt's einen Hebel. Wahrscheinlich irgendwo da, gell? Ja. Komm. Jawohl, und jetzt müssten wir da rein öffnen. Schattenstollen, der Keller. Leute. Wir werden jetzt wieder in die Third Person switchen. Es ist halt zum Durchsuchen echt. Und wenn wir mit Zerstörungszauber arbeiten, ist es auch besser mit der mit der First Person zu spielen, weil das ist extrem ungenau. Wenn wir da in der Third Person arbeiten, echt wahr? Weil da. Ich glaube 50% von dem Schmarrn treffen wir dann auch nicht.
Das hatten wir schon jetzt, ja. Aber wir werden das so weitermachen einfach. Ja, wo ist denn der? Ein Herausforderer ist in der Nähe. Schau mir mal zu. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Die laufen ihm nach. Da ist eine Trittplatte, oder? Aber von den vier Jungs ist keiner drüber gelaufen. Okay, ich habe jetzt vergessen, wir wollten den ja zuschauen da. Ich durchsuche da mal den ganzen Schmarrn. Ah, da ist ja nichts Wichtiges, oder? Zaubertrank und ja. Eisner. Ich rieche Schwäche. Schaut euch das an. Halt vor mir nieder! Ja, Mädel, knie nieder. Wilkas hat nämlich auch nichts zum Arbeiten. Sorry, Wilkas, ich weiß, du bist so wild. Okay. So wild zum Arbeiten. Da gibt es sicher was. Holzscheite. Finde ich ja cool. Und da können wir uns ja extrem nett bewegen. Schaut euch das an, was ist denn da jetzt passiert? Falkenfedern, Gold, Nordmeter, Zaubertrank, passt schon. Und das war's dann auch schon. Ja, die Jungs haben ja echt Arbeit geleistet. Silberschwert, Back, Kartoffeln, Nordmeter. Und da. Ja, Gold. Okay. Was ist denn da jetzt? Ja, wir müssen da. Wir müssen darüber, ja. Verflixt und so genäht. Ja, ich schaue nur schnell, ob da in den Fässern was drinnen ist. So, und wenn ihr wollt, dass ich das nächste Mal ohne Atronachen arbeite, müsst ihr mir das sagen. Das Buch, ja. Ist ein verbranntes Buch, da ist nichts drin. Zaubertrank. Ach, das wollte ich nicht. Einsame Wache. Seht ihr, leichte Rüstung auf 56, finde ich ja cool. Verbranntes Buch. Gut. Da in den Fässern ist nichts und da kamen wir rein und da gehen wir raus. Da gibt es sicher noch was ganz Wildes. Da, die holen wir da raus, glaube ich. Ich rieche Schwäche. Mächtiger Werwolf, komm mal auf. Schauen wir mal. Super. War das da besser? Gar nichts war da besser. Also das Schlossknacken ist ja echt gemein. So, und? Greifst du uns an jetzt? Ist ja klar. Du Blöder. Warum hast du mich? Verschließende Hose, die kannst du dir halten. Pferdefleisch brauchen wir nicht. Aber wir werden da jetzt mal kurz aufmachen. Können wir da nichts? Ja, das können wir üben. So. Weiter links, rechts, rechts. Einmal rechts. Noch einmal rechts. Ja. Okay. Was soll's. So, da ist noch wer gewesen. Seht ihr, die hauen den ganzen Jungs und Mädels die Köpfe ab. Gold, Schmarrn.
Wir gehen einfach weiter. Da war hier eine schlechte Reihe am Werk. Was haben denn die Jungs da gemacht mit den Werwölfen? Schaut euch das an. Die haben sie gefoltert. Und? Oh weh. Na, das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Nein. Nein, das ist nicht meins. So, wir machen eben das silberne Handding aus. Es gibt wahrscheinlich auch blöde Werwölfe, ja? So, da unten. 1, 2. Ja, ich greife da mal ein. Soll ich? Wir haben da auch ein Schwert. Das Ding und es hat wahrscheinlich eh keinen Sinn. Ja. Euer Kopf wird meine Wand zieren. Schaut euch das an. Das konnte nicht anders enden. Ja, das finde ich auch. Ja, orgische Pfeile, Gold und das Kieferfell, das geht sich ja auch nicht mehr aus. Schmarrn brauchen wir nicht. So. Wir laufen da echt blöd durch die Gegend. Wir sind da noch immer nicht fertig. Das kann ja nicht sein. Ich durchsuche da jetzt gar nichts mehr. Das ist mir jetzt wirklich schon. Wir gehen da rein und machen das mal fertig. Wo sind denn die? Da sind wir ja schon richtig. Komm rein. Immer das Refugium. Ich glaube, jetzt müsste das bald einmal ein Ende haben. Ja? Ja, das wird. Sind wir da extrem falsch? Wer bist du? So, und jetzt lass es mal sein. Wir nehmen da jetzt wirklich eben rechte Hand haben wir schon und ja. In die linke Hand nehmen wir eben das Schild. Ja. Ich rieche Schwäche. Wo bist du? Naja, einen coolen Move habe ich im ganzen Video. So. Da sind die Splitter. Hinsetzen dich, ne? Blödsinn. Nehmen. Okay. Abgeschlossen. Bringe die Fragmente von Wotrad in einen Besitz. Kehre nach hier. Vasco zurück. Okay, da liegt ja noch ein Buch. Einhändig, genau, auf 83 verbessert, ist ja auch cool. Eisenhelm. Ja, entspann dich, Wildkraut, komm. Ja, es ist vorbei. Gut, Jungs, da schauen wir noch, ob die noch was zu. Gold und Pfeile. Jagdbogen. Schmarrn. Da noch im Kleiderschrank, kurz mal, ob die eine coole Kleidung gehabt haben. Da liegen noch Bücher. Blocken, cool. Und das kenne ich nicht, das nehme ich mit. Und das kenne ich auch, glaube ich nicht. Und mitgenommen, da gibt es noch ein Geld. So, okay. Da oben ist eine Truhe. Schauen wir mal. Schleifstein. Amboss. Truhe.
Bögen verursachen 60 Sekunden lang, ja, nehmen wir mit, Gold nehmen wir mit, Rolle der Geißel untauchen, Rolle des Sturms, silberne Halskette, ja, Blödsinn, Elfenschild, das kannst du dir sparen, Blitzschaden brauchen wir auch nicht, ja, Gewicht 8, passt ja, Diadem, ja, Meisterruhe und jetzt lassen wir da ein paar Waffen fallen. Wir haben da um 12 zu viel Silberschwert, ja. Lassen wir eins, zwei Stück weg. Okay, gut so. Ja Leute, wir haben schon wieder die Zeit überzogen und ja, wir werden jetzt dann... Ah, wir schauen dann gleich mal raus da, dass wir dann bei Iowaska den nächsten Quest annehmen können, dass wir die hier mal, ich möchte mal wissen, wo wir da jetzt rauskommen können. Ah, aber schnell. Öffnen Holz hier und du musst den Riegel pipapo aktivieren. Riegel. Ja, das können wir raus. Okay, lass uns da raus. Ja genau, da konnten wir nicht rein. Ja, das passt schon. Und tschüss. Also silberne Hand, es war mein Vergnügen und ihr habt ja nicht gewusst, mit wem ihr euch anlegt, aber mittlerweile, haha, studieren geht über probieren, ist zwar nicht so gemeint, wie gesagt, aber zuerst einmal aufrüsten und dann angreifen, ne? Das wäre doch besser gewesen. Okay, da, Schneebär, ich hab's ja gewusst. Wir fahren da jetzt gleich mit der Schnellreise retour nach, wo waren wir da? Da, Weißlauf, okay. Und sind auch gleich retour, überbringen die freudige Nachricht, dass wir da jetzt die silberne Hand ausgelöscht haben und bin ja gespannt, was da jetzt noch passiert. Da gibt es sicher noch ein Quest und ja. Also, wenn ihr wisst, ob jetzt die Gefährten ein Ende finden, irgendwann mal... Die anderen haben mittlerweile wohl die Vorbereitungen für Kotlas Begräbnis abgeschlossen. Ach so? Kommt hoch zur Himmelsschmiede, um euren... Die anderen haben mittlerweile wohl die Vorbereitungen für Kotlas Begräbnis abgeschlossen. Der hat sich jetzt... Kommt hoch zur Himmelsschmiede, um euren Respekt zu erweisen. Der hat sich jetzt flugs umgezogen. Nimm an Kotlaks Begräbnis teil. Das werden wir doch gleich machen. Lauf, Wildkars, lauf. Ich hörte, dass ich... Lasst mich euch die Macht von Tal und Sturm ohne Zeit. Ja, danke vielmals. Ohne Helm, ja, ist es kein Problem. Aber mit Helm schaut der so fremd aus, der Junge. Schaut Wer wird an. Beginnen? Ich mache es. Im Scheine der uralten Flamme. Trauer, Nibir. Ob dieses Verlustes... Weinen wir. Für die Gefallenen. Schreien wir. Und für uns nehmen wir Abschied. Sein Geist ist von uns gegangen. Mitglieder des Zirkels, wir ziehen uns in die Tiefenschmiede zurück, wo wir ein letztes Mal zusammen trauern.
Seid ihr immer noch im Besitz der Fragmente von Wutrat? Ich muss sie für ihren Zusammenbau vorbereiten. Ja, es ist mir eine Ehre, sie zurückzubringen, ja. Jetzt redet doch nicht so blumig, Mädel. Natürlich möchte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Es gibt da noch eins, das Kotlak stets wie seinen Augapfel gehütet hat. Würdet ihr seine Gemächer aufsuchen und es mir bringen? Ich denke nicht, dass ich der Beste bin, um seine Sachen zu durchwühlen. Ja? Ich danke euch. Ich werde hier warten. Ja, dann laufen wir kurz mehr runter, schnell, aber flugs. Ah. Und das wird YouTube wieder nicht hochladen. Verstehst? Ist viel zu lang. Wo ist denn der? So, wir müssen da runter. Aber rasch lauf, du sieht der Lauf. So, und hier. Das ist schon ein wenig öd hier. Ja. Zwei Ladebalken in einem Haus. Na komm, Schatz. So, und da hinten. Wir sollten die Quest aktivieren, glaube ich, auch einmal. Ja. Ja. Dann sind wir da. Ja, super Teller gestohlen. These. Da gab es noch was, was ich haben wollte und nicht nehmen konnte. Da, das Ding. Ungewöhnlicher Stein. Sorry, das musste sein. Der lag mir schon dauernd im Magen. Fragment, Gold und das Tagebuch nehme ich doch gleich alles. Und schon retour. Flugs daraus wieder. Ja, ich könnte ja die Ladebalken rausschneiden, aber das ist einfach zu viel Arbeit und jetzt noch schnell raus da. Ist eigentlich egal, welche Seite. Und rauf in die Himmelsschmiede. Ja. Und am nächsten Mal, Leute, sage ich euch gleich, wir sehen uns da unten wahrscheinlich, ja, wo die Wolfszeremonie stattgefunden hat. Und dann geht es, glaube ich, noch heftiger zu. Und ihr schreibt mir in den Kommentaren, ob ich jetzt die Adronachen weiterhin benutzen soll oder selbst Hand anlegen. Wo ist denn der jetzt? Ah, ist er ja. Ihr seid zurück. Ich hab, ja. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten. Abgeschlossen, gib Erol und das letzte Fragment trifft dich. Trifft Zirkel. Okay, Erol und Graumännchen. Ich bin nicht besonders gesprächig. Finde ich auch. So, in diesem Sinne, Leute, wir machen... Wieso starrt er mich die ganze Zeit an? Willst du mich anmachen da? Okay. Wir sind einfach in Trauer, ja? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr am Laufen bleiben wollt, macht Nahrung. Wenn nicht, dann sagt ihr nicht weiter. Und wir werden uns da jetzt noch durch die ganze Welt schlagen mit unserem Patronat. Einen schönen Abend und beim nächsten Mal eben unten beim Zirkel. Euer Toso. Ciao.